Wachstums-Schubidu! Und weiter geht's hier bei New Super Luigi U. Ich würde mal sagen, heute wechseln wir mal wieder zu Toadette. Ihr seid für Abwechslung. Mopsy ist raus, den wollen wir nicht. Da bleibt nichts gespeichert und das nervt mich sowieso, dass Gegner einen nicht verletzen können und sowas. Aber im Secret Level des Minzmeeres ist jetzt Toadette mal wieder am Start. Also Halli, hallo, Hallöchen. Mit Yoshinski? Ist ja prima. Also der Level funktioniert so wie der Level bei New Super Mario Bros. U. Das ist eine Ranke, allerdings nicht im Himmelbereich, sondern mehr hier im Wald. Das lässt keinen kalt. Ich bekomme meine Peachette-Krone. Es ist ja an für sich sogar eher so ein Level, ne, fürs Flughörnchen. Deswegen eine dumme Entscheidung von mir, aber... Ich komme klar, also ich werde schon irgendwie. ich baue mir gern selbst ein paar Handicaps ein. Nein, du kannst ja jedes Level auch ohne Power-Ups komplett beenden. Diese Möglichkeit existiert immer. Ups. Hä, aber da war eine Röhre. Nein, da geht's weiter! Ich dachte, das wäre vielleicht ein Secret oder so. Was ist das für ein Blödsinn, ey? Zu den Monden, die geben richtig viel. Also erstmal war der Level arschkurz. Ja, Punkt 1. Zweitens. Ich dachte, das scrollt weiter nach rechts. Da war einfach, wegen dem Pixel-Luigi ist mir das eingefallen. So, oh, das ist ein Secret, du sollst da abwarten. Du sollst ja nicht sofort in die Röhre jumpen, du Trottel. Aber kein Problem, es war verdammt kurz, ne? Ja, das ist halt das typische Zeitlimit. Ja, moin. Genießen wir es doch gleich nochmal hier, die muntere Freude. Vor allem ist jetzt halt nicht nur eine Ranke, sondern es waren irgendwie ganz viele nebeneinander. Muss ich auch nicht hinterfragen. Sinn und Zweck entfremdet nennt man das. Was ich aber schön finde, dass so viele verschiedene Elemente hier am Start waren. Also das Yoshi und Lucky Two und so. Das sind Sachen, die passen hier eigentlich ganz gut hin. Gerade mit der Wolke ist das hier schön hinzukriegen. Bum, batz, bum. Ganz wichtig gleich. Nicht den A-Knopf loslassen, sonst war alles für die Katz. Insider. Nein, ganz wichtig, nicht voreilig in die Röhre, boah, die sieht auch aus, als wäre die nicht so einfach zu erreichen. Das war's mit Yoshi Yoshinski. Das war's mit Peachette. Und ganz schnell steht Toadette wieder alleine da, merkwürdig. Ja, aber wie regeln wir das denn? Du musst halt irgendwie... Starcoin billig, aber die Monde? Wie geht denn das? Da muss unten was sein, also da muss noch eine Röhre sein. Ja, hier waren die Monde noch harmlos mit ihren drei Leben. Nicht wie bei Mario Maker 2, wo sie für Tumulte sorgen. Ne, da sorgen die Monde ja für Special Effects ohne Ende. Gumbas, die umherfliegen. Eine Schwerkraft, die sich aufhebt. Ein Geisterhaus, das dunkel wird. Etz. Oder. Umkehr. Also auf Kopf spielen. Ach komm, wir gehen da nicht lang. Auf den Kopf spielen. Das sind alles echt Sachen. Also der Mond ist ein richtig tolles Element in Mario Maker 2 und funktioniert nicht mehr so, wie er früher funktioniert hat. So. Ja, erstmal hier lang. Das ist Minzmeer 3, Piranha Spritztour. Dann spritzen wir lieber zurück, Toadette. Die natürlich auch genauso zu steuern ist wie Luigi. Also mit dem Schlittern, mit dem Hochspringen. Ich glaube, man vernimmt das hier ganz gut. Hallo Galumba, wie geht's? Das Opfer war ich definitiv bereit zu bringen. Hier wäre aber auch ein Koopa gewesen. Da haben wir den Pixel-Luigi. Man kann quasi nicht runterfallen. Das finde ich auch irgendwie interessant.
So. Warum habe ich hier mehr Zeit? Stelle ich mich gerade die Frage. Habe ich irgendwas verbrochen oder ist es echt vom Spiel aus? Warum hat man hier so viel Zeit in dem Level, dass ich erfolgreich verbockt habe? Waren die Entwickler hier einfach der Meinung, 100 Sekunden? Ist es nicht? Die Leute sollen mal das Level genießen? Nein, das haben sie sich nicht gedacht. Genießen kommt nicht in die Tüte. Das steht nicht so im Skript. Hier wird nichts genossen, hier wird nur gelitten. Oh, das war in meiner Schulzeit ein Wort, ne? Gelitten. Permanent. Ey, da hast du gelitten. Ey, du hast doch gelitten. Aber erst so halt 5. Klasse, ne? Nicht Grundschule. 5. bis 7. Klasse. Ey, hast du gelitten? Ey, was passiert, wenn ich das mache? Jetzt hast du gelitten. Gelitten, 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 gelitten. Die ganze Sache hat man nur gelitten. Weiß nicht, das war eine ganz komische Zeit, 1999 bis 2002, so ungefähr. Danach war das out. Vielleicht lag es auch nur in der Schule. Vielleicht lag es auch nur in der einen Schule mit dem Freundeskreis, mit dem man sich umgibt. Mal später, als ich schon so ziemlich raus war aus der Schule, da ging es so mit dem Tschüss, Tschüss. Ja gut, das hat türkischen Ursprung, ne? Aber das ist auch heute noch mehr verbreitet. Oder die Kombination mit Tschüss, hast du gelitten? Ja, das war aber immer so ein bisschen nicht meine Welt, ne? Deswegen habe ich das auch. Ich sag mal, es gab gerade zu meiner Anfangszeit als Let's Player auch viele Kollegen. Hab da einen im Sinn, den kennen bestimmt auch viele. Die halt immer mit Tschüss und sowas angefangen haben. Und sich das noch nicht komplett abgewöhnen konnten. Oh, shit. Ich kann nicht spielen, ne? Das ist ein großer Unterschied. Das kann man sich aussuchen, so oder so. Das färbt irgendwann ab, ne? Keine Frage. Und wenn du halt in einem schlechten Schulumfeld bist, dann gewöhnst du dir halt auch sowas an. Ehrenmann, Ehrenmann. Nein, ich war gerade am Überlegen, was wäre denn heutzutage so ein typisches Wort? Das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben. Ein Ort oder eine Redewendung, was immer gesagt wird. Ich erinnere mich, bei MBC Giga, ne? Es gab ja Giga Games, aber es gab auch ein normales Giga, wenn du so willst. Da kam eine Reportage und dann ging es darum, dass die Jugend sagt immer amtlich. Das Wort amtlich, amtlich, amtlich. Alles ist amtlich. Und da meinte die Reporterin, ja gut, die Mail, die kam aus Darmstadt. Dann ist es wahrscheinlich nur in Darmstadt so, dass da immer amtlich gesagt wird. Ich denke mir so, what the fuck? Genauso, das denkt ihr euch bestimmt auch bei dieser Leistung. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, ich spiele halt nicht gern mit Toadette, ne? Das macht mich fuchsig. Ja, ich habe meine Ausrede gefunden, was dagegen? Ne, das in Darmstadt immer amtlich gesagt wird. Ich denke, ich habe das noch nie gehört. Und ich war zu der Zeitpunkt wirklich viel unterwegs und viel mit Freunden und keine Ahnung. Nein. Ich war selbst ein Darmstadt, aber da habe ich das noch nicht gehört. Naja, die werden es wohl immer sagen. Eigentlich. Wahrscheinlich immer so der eigene Freundeskreis. Deswegen. Gibt es irgendwelche Phrasen oder Wörter? Vielleicht kommt ihr jetzt gar nicht sofort drauf, weil ihr jetzt einfach so als Selbstverständlichkeit Intus habt in eurem Sprachgebrauch oder im Sprachgebrauch eurer Freunde oder Nicht-Freunde. Ja. Weil die Tschüss gesagt haben, die waren jetzt nicht unbedingt meine Buddies. Was mache ich denn hier am besten? Da kann ich ja nur verlieren. Na, Hauptsache irgendwie. Es gab auch die Zeit, da war Kaya Jana mit Was guckst du? So beliebt, ne? Also, später kam da Guckst du weiter? Und da kam die Wiederholung. Und da, ja, da gibt's einiges, ne? Wenn man so, ey, du kommst nicht rein. Und all so Sachen. Das wurde dann oft reused, aber auf dem Assi-Weg, wisst ihr, wie ich meine?
Naja, whatever. Kümmern wir uns lieber um Minzmeer 4, den Cheep Cheep Überflieger. Lass uns doch heute noch diese Welt beenden, bitte. Was ist denn los? Welt beenden, Welt beenden. Das ist der Anfang, Sascha. Warum haben wir hier so viel Zeit? Auch wieder 200. Das liegt an Toadette, ne? Oh nein. Da ist Luigi übrigens. Das liegt an Toadette. Jetzt wird mir einiges klar. Toadette hat nicht nur die ganzen... Das wird ja niemals gut gehen hier. Hat nicht nur die ganzen Szenerien von wegen, keine Ahnung, kannst du Peachette werden und dies, das, Ananas. Die hat doch mehr Zeit. Die hat doppelt so viel Zeit. Das gefällt mir weniger gerade. Aber weißt du was, du benutzt jetzt mal bitte deine Krone aus dem Inventar. Dass ich die erstens mal weg bin und zweitens hier nicht sofort drauf gehe. Das ist... Ja gut, das Minzmeer bei Luigi finde ich jetzt nicht so geil, irgendwie. Und das stellt mir wirklich Unfähigkeit, aber... Das ist jetzt meine Auffassung. Ja, das ist wirklich meine Inkompetenz, denn ich kann einfach den hier machen. Wobei, kann ich nicht. Den kann ich den Panzer nicht so lange halten. Ja, das ist eine Option. Was haben wir hier drin? Peace Witch hört sich manchmal so böse an. Pinguinanzug, den kann ich eh nicht benutzen, oder? Was? Ich bin Pinguin Toadette. Pinguin Toadette to the rescue, dass wir das auch mal gesehen haben. Ist ja wahnsinnig. Gibt's auch Propeller Toadette oder? Wir haben es mal gesehen für eine Sekunde. Es gibt halt auch offizielle Wege, wie du an diese Starcoins rankommst. Nicht nur in dem Level, sondern auch in dem davor. Aber irgendwie bin ich zu verblödet gerade heute im Kopf, die zu checken auf Anhieb. Ja, da braucht man schon irgendwo einen Panzer mitnehmen und im richtigen Radius, im richtigen Moment schmeißen. Aber einfach reingehen, Treffer allein und weiter ist halt auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber genauso effektiv. Ja, wollen wir Susi mitnehmen? Ich bezweifle, dass die uns irgendwas bringt oder dass wir die brauchen, aber... Ah, nehmen wir Susi, den Baby Yoshi, halt mal mit, ne? Pinke Helden unter sich. Grottenschlechte Drachenaale. Das ist Unterwasserleveln, da kann die mir gar nicht helfen, also null. Das war das beste Level für Gottverdammte. Aber die kann immer noch fressen, ne? Die kann Cheep-Cheeps fressen und sowas. Ja, ab zu den Drachenaalen. Und ich schwimme so, wie ich schwimme, wegen... Guck mal, das wäre jetzt geil, wenn... Oh, Baby Yoshi, komm. Oh, bitte. Voll versagt. Ich dachte, vielleicht kann ich die damit besiegen. Das ist ja witzig, dass du denn trotzdem die Items hat. Wie eine Feuerblume und sowas. Ich dachte, da fällt alles raus. The fuck? Ich dachte, das ist alles quasi hinfällig. Oh, Moment. Was könnte denn auf der linken Seite sein? Eine Menge Schotter, glaube ich. Bittere Pille. Es lief so gut, dass es nur irgendwie... Ich entschuldige mich hochoffiziell. Irgendwie ist der Wurm drin. Aber wie im letzten Part auch schon gesagt, und wenn ich das schon wiederholen muss, dann ist es traurig. Ich mache das nur alles, um, naja, die Videolänge ein bisschen zu strecken, damit das Let's Play nicht nach 5 Parts zu Ende ist. Ne? Mit meinem Skill hättet ihr überhaupt nichts gesehen vom Spiel. Jetzt ist mir doch tatsächlich... Ist ja witzig. Der Kopfhörer mitten in der Aufnahme kaputt gegangen. Ja, das ist, was wir sehen wollen. Das ist, was ihr hören wollt, vor allen Dingen.
Aber ich bin unverschämt und lasse es trotzdem drin. Hat jemand eine Empfehlung für einen neuen guten Kopfhörer? Jetzt kriegt die Feuerblume nicht mehr. Raste aus hier. Ich krieg eh keine Feuerblume dadurch. Was ist denn los? Ja, das Toadhaus kommt erst danach, ne? Ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich. Mach mal hochkonzentriert. Jetzt gehe ich mir selbst auf den Sack. Was sollen sich noch Leute angucken? Never. Gut, es gibt... Na komm, das deckt sich schon. Hätte ich nicht gebraucht. Also da gibt es ein Item und in der Mitte gibt es dann auch die Feuerblumen. Also du kommst da schon... So fies sind sie dann doch noch nicht. Wo macht er denn hin? Überall hin und nirgends. Beeil dich mal, Digga. Wir haben nicht ewig Zeit. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel Slither. Slither.io. Hatten wir im Let's Test und das war auch was ganz Besonderes. Ah! Hier wollen wir doch lang. Hä? Ich weiß nicht, was der von mir will, wie ich den fertig mache. Wahrscheinlich gibt es da wieder irgendwo Sterne. Sternblöcke. Und du musst mit dem Stern dahin. Und auch hier bin ich wirklich ein zweckentfremdender Dude. Also ich hatte wirklich, das fand ich auch so genial. Ich hatte mal ein Super Mario Maker Level gebaut. Ich glaube, das war der vierte, den ich gebaut habe. Der hieß Super Sonic Maker. Oh, da ist Mopsy. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, wo irgendjemand, ein kleinerer, unbekannterer Let's Player, falls sich jemand angesprochen fühlt, Grüße, den Level gespielt. So, Super Sonic Maker, so weit so gut. Da fängt halt irgendwo an und geht dann in der Röhre nach oben und dann kommst du irgendwann wieder zurück und du sollst dann durch den Parcours, also ich habe mir richtig was dabei gedacht. Und dann hat dieser Let's Player einen Fehler von mir ausgenutzt, dass ich als Mauer halt, ich weiß nicht, was ich benutzt hatte, aber auf jeden Fall nichts, was sich empfiehlt. Zu benutzen an der Stelle. Die Plattformen sind extra für Mopsy gemacht worden. Ich glaube, ich spinn. Ja, auf jeden Fall hat er mein ganzes Level ausgehebelt. Er ist quasi nicht in den oberen Bereich gegangen mit den Jump'n'Run-Passagen. Da waren so Wandsprünge und sowas. Sondern ist einfach runtergesprungen und dann hat er auch den Rest sich irgendwie gespart und sagt dann so, ja, gutes Level, Markus, das war echt ein gutes Level. Ich denke mir so, du hast irgendwie 80% von dem Level gar nicht gesehen, weil du einfach durchjumpen konntest. Das war ja ein relativ frühes Mario Maker Level, wo ich noch nicht so die Peilung hatte. Ich meine, ich habe bis heute keine Peilung, da sind wir uns ja einig. Ich nur Kronen, ne, weil ich Toilette bin, oder? Der Mond? Ich scheiß auf den Mond. Also ich nehme die Feuerblume. Und den einen, wo ich weiß, das ist ein Tod. Nur ob einmal oder zweimal, das ist jetzt eine Glückslotterie. Ah ja, eine Blume. Das ist auch so ein bisschen. Und so fühlt sich vielleicht Nintendo oder wer auch immer sich das gerade halt ausfallen lassen, diese Verstecke der Starcoins, ne? Der Markus, der geht einfach dran, lässt sich treffen und hat das Ding. So ist es nicht gedacht. Wie die Galan Larry Torpedos Festung. Ja. Da muss man es besser verstecken. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich durch diesen riesen Igluck durch kann. Da bin ich auch mal so offen zu euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt hin kann. So, das ist mal wieder zu dead. Was? Mini-Pilz? Okay, ich nehme ihn. Oh, guck mal. Würdest du mir erzählen, ich habe den wirklich gebraucht? Würdest du mir erzählen, der ist wirklich vonnöten? Nee, oder? Der ist nicht nötig. Wie geil. Ich habe mich sogar... Warum tue ich das? Wahrscheinlich habe ich sogar irgendwie was vergessen dadurch. Wir werden es gleich sehen. Und zwar genau jetzt. Ja, was ein Blödsinn! Ist es euer Ernst? Jetzt habe ich auch genauso diesen anderen Bereich nicht gesehen, so richtig.
Da ist dann so ein ekliger Mini-Pilz. Du kannst weggehen. Du verpasst dann aber Sachen. Naja, gut, ist nicht unbedingt gesagt. Ich habe die Münze vielleicht irgendwo anders übersehen. Aber ich glaube nicht. Ich habe diese Zahnräder gemacht. Also nee, nicht Zahnräder. Ich habe diese Kreissägen als Mauer hingesetzt. Da konntest du ja schon seit jeher einfach durchjumpen. Guck, das ist die Starcoin. Ich konnte die gar nicht bekommen, wenn man den skilligen Trick macht. Oh, na komm schon. Warum dreht der so blöde um? Okay. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wo oder mit was ich das assoziiere. Aber es wäre möglich gewesen. Jetzt gibt es hier ja zwei Wege. Ja, zwei Wege zu gehen. Warum hat man nicht in beiden Wegen versucht, eine Starcoin zu platzieren? Du kannst ja nicht zurückgehen. Also, dass es offiziell eigentlich vier Starcoins gäbe. Aber wenn du wirklich die eine gar nicht erreichen kannst, ne? Das hätte man hier machen können. Oder was meint ihr? Ein Beispiel fällt mir ein. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Erinnert ihr euch an den finalen Level aus Yoshi's Island? Also den, wo man am Ende Baby Bowser in Riesengestalt bekämpfen musste und sowas. Da gab es vier Türen. Je nachdem, welche Tür man genommen hat, hat man eine andere Herausforderung gehabt. Und Tür 4 war halt so ein bisschen der Checkpoint, wo man alles geschenkt bekam. Mit alles meine ich die sammelbaren Items, wie rote Münzen und Blumen, nicht wahr? Die Möglichkeit, die Sterne zu erhöhen. Also eigentlich gab es in dem Level streng genommen, was weiß ich, 80 rote Münzen und 20 Blumen oder so, weil es alles mal 4 gab. Aber du konntest halt nicht den anderen Weg gehen. Ja, da gibt es noch bessere Beispiele, glaube ich. Gerade aus Mario Games. Hört euch da ein Beispiel ein. Das hätten sie auch da machen können. Ich habe jetzt hier so episch mir den Mini-Pilz geschnappt und werd dafür bestraft, indem ich die Starcoin nicht erreichen kann. Ich bin jetzt nicht nachtragend. Ich habe es in 2 Tagen auch schon wieder vergessen. Aber, ja, wie auch immer. So wollen wir das sehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ja, komm, wir machen noch ein Level ein. Für euch, Freunde der Nacht. So, das haben wir alle schon gesehen. Limonadendschungel. 5-1 werden wir noch in Angriff nehmen. So, über den dunklen Forst hinweg. Das scheint ein weiter Weg zu sein bis Iggy. Es ist auch nicht die kürzeste Welt. Rankenspiel im Gigantogarten. Let's go. Die Ranken, um die sich viele Gerüchte ranken, werden sich bedanken. Oh, was, ein Mond? Warum? Das war jetzt nicht so verdient. Himmel. Aha. Warum? Na gut. Alles cool. War jetzt nicht so schwer drauf zu kommen. Ich meine, da waren Panzer und Blöcke und einfach nur einmal anschubsen. Das ist schon wieder so eine Mini-Röhre. Wir haben schon öfter Mini-Röhren gesehen. Nicht, dass sie die ganze Zeit irgendwie ganz bescheuert und eklig die Sachen verstecken. Was ist der denn? Also diese Mini-Röhren-Quatsch, Mini-Pilze am laufenden Band. Wir haben es jetzt nur einmal gefunden. Also ich glaube, dem Spiel das sofort, wenn es heißt, da gibt es noch mehr Geheimnisse, die zwar nichts zu den 100% beitragen, aber fürs Angeben vor Freunden, also schon denkbar.
Ah, ja. Nur 5-1, Steve, geschmeidig. Also hoffentlich eine klitzekleine Entschädigung für meine stellenweise erschreckende Darbietung. Aber dafür nehmen wir im nächsten Part dann auch wieder den guten alten Luigi. Ja, der blaue Toad kommt auch noch dran. Habt Geduld. So. Dann verabschiede ich mich für den Moment. Daumen hoch oder Daumen runter. New Super Luigi U Deluxe wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.